Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Mal gucken, ob das jetzt klappt, ne? Oh, Tatsache. Du bist erledigt! Oh, warte. Ich will dich mit. Schade. Ah, Nase. Du bist erledigt! Ich glaube zumindest, dass ich die entfernen soll, ne? Das war's für dich! Bitte. Du bist erledigt! Kriege ich die überhaupt? Also ernsthaft, kriege ich die? Moment, das war die falsche Taste. Das war's für dich! Alter, ich hätte voll treffen müssen. Natürlich! Nö. Fahr doch einfach! Richtig! Ach, weißt du was? Komm, ich schwimme einfach rüber. Tschüss. Ja, komm, wir tauchen mal. Wie tief ist das Boot? Nicht so tief. Bin zu high unterwegs, aber. Nur unter Boot. Ich ertrinke gleich, aber. Tschüss. Oh, hier sind noch mehr. Ah, die hätte ich ja von da aus gar nicht treffen können. Gut. Vielleicht ist es auch ein bisschen verbuggt. Who cares? Nö. Ich bin unterwegs. Mach doch nicht so einen Lärm hier und so Terz. Ich bin doch schon da. Rentner brauchen halt ein bisschen länger. Sie kommt vom Wasser her. Darf ich bitte aufsteigen? Ich würde gern und so und. Ja, gut. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte hier aufs Geschützturm. Auf den Geschützturm. Vielleicht kommen sie ja dann hinterher, wenn ich hier freigeräumt habe. Die Leute da, meine ich. Da war ja noch ein Boot. Ne, da sollten wir eigentlich fahren. Glaube ich. Ja, viele kriege ich halt auch nicht, ne? Wellen und so, ne? Halt ein großer Wellengang. Ja, ich weiß. Alles gut. Ja, doch auf Luft schießen bringt halt gar nichts, ne? Okay.
machen wir mal so. Kann ich jetzt drauf schießen? Also ich konnte vorher auch schon drauf schießen, aber ich wollte halt auch die kaputt kriegen, ne? Ja, so ist es ja nicht. Ich glaube, das war die, die ich die ganze Zeit auch da vorne nicht erreicht habe, ne? Ja, das war, glaube ich, die. Die da. Freitags ist sie nieder. Und das ist der Grund, warum sie freitags nicht kann. Ne? Ich glaube, wir haben aber einigermaßen aufgeräumt. Alles gut, ich bin's nur. Achso. Ja, ja. Komm. Dann steig doch mal. Aus. Lad nicht so lange nach. Immer diese lange Ladezeiten, lange Nachladesequenz, ne? Deren Leute. Unsere Leute. Ja, Rache. Rache. Hey. Moin. Ihr. Jelena, alles erledigt. Ihr. Deine Leute sind sicher. Ich weiß. Sind wir für die Vorräte quitt? Na klar. Okay. Kann ich sonst was tun? Ich muss erst mit Gilberto reden. Aber du wirst sicher von mir hören. Okay. Du hast meine Nummer. Danke. Du bist nicht schlecht, aber du solltest gut aufpassen. Ja. Wenn du noch nicht auf Admiral Benites Radar warst, dann bist du es jetzt. Willkommen im echten Erlöste. Ja, komm. Das kriegen wir schon hin. Wir waren auch schon auf dem Radar von so vielen Personen. Das wird schon nicht so wild, ne? Genau, wir müssen die beiden. Einmal Benites und McKay. Ja, aber das haben wir ja jetzt, ne? Dann können wir einmal hier zu El Tigre zurück. Ach, können wir gerade noch nicht? Dani. Ah ja. Wie geht's, meine Legende? Ich werde zu schnell alt, wenn du das meinst. Ich soll zurück zu ihrem Lager und schauen, was ich für sie tun kann. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird. Nur, dass es das Richtige ist. Alter, das sieht aus, als passieren hier furchtbare Dinge. Ja. Sollten wir auch einige mitnehmen? Eventuell. Was ist denn hier? Hier können wir nichts machen, ne? In Maldita. Okay, was haben wir denn hier noch? Wir haben da oben noch Undercover-Hengst. Wir machen erstmal das. Weißt du was? Können auch mal wieder was für uns tun. Ne? Mal so ein bisschen Kleinigkeiten hier mitnehmen. Immer statt immer hier die Hauptquest zu machen. Können wir auch mal ein bisschen, ne? Wieder andere Dinge tun. Mal wieder ein bisschen für Loot sorgen und sowas, ne? Wird langsam mal wieder Zeit. So, jetzt wird das wieder langweilig, wenn wir dann gegen Ende dann noch den ganzen Rest einsammeln müssen, wie bei Far Cry 5. Haben das Ende hinter uns und dann noch ein paar Folgen dran wegen, ja, ne? Clara, ich habe La Moral getroffen. Mhm. Wieso hast du mich nicht zuerst zu denen geschickt? La Moral? Ja. Laut meinem letzten Infostand dieser kleine Splittergruppe kurz vor dem Zerfall. Die sind deutlich schlagkräftiger als die Legenden. Okay, aber bleib wachsam. Mhm. La Moral hat einen miesen Ruf und ich will nicht, dass die Libertad mit in den Abgrund ziehen. Ich halte die Augen auf. Okay. Stimmt, nachts hier High Level, ne, und sowas. Wie war das? Kann ich eigentlich dingsen? Nee, ne?
Muss ich jetzt durch. Ja. Ach, da. Ja, finde ich jetzt nicht so toll. Machen wir nochmal eine schnelle Schnellreise. Und gucken, ob es dann tagsüber ist und wir dann das tagsüber machen können, ne? Weil ich glaube, nachts gefällt mir das doch nicht so gut. Man hat uns gewarnt, aber ich wusste nicht, dass es dann so schnell nachts wird. Also wenn wir jetzt hinreisen, meine ich. Ne? Sehen wir ja gleich. Gucken wir, ne? Okay. Immer noch nachts, ne? Dann gehen wir erstmal hier hin. Hi. Was weißt du? Es werden bald Vorräte abgeworfen, Guerriera. Okay. Wenn du sie vor der Armee haben willst, musst du schnell sein. Das weiß ich zu schätzen. Ja, okay. Entschuldigung. Ich glaube, ich fange hier im Norden an, ne? Weil so viel gibt's hier ja gar nicht mehr. Ich fange mal lieber im Norden an. Dann arbeiten wir uns nach Süden, gen Süden. Irgendwie. Dann haben wir's. Ne? Mach mal besser so. Dauert zwar ein bisschen, bis du da ist, aber das macht ja nichts. Oh, ich sollte echt diesen Naschwerk hier wegstellen, ey. Das ist echt nicht gut. Also, doch, ja, gut, aber nicht im Sinne von, ne? Ich greife immer zur Naschtüte. Immer irgendwo hin. Das gibt's nicht. Das kann man doch nicht machen. Okay, hier war ja auch was. Und zwar hier. Jetzt muss ich nur kurz... ich brauche ein Transportmittel. Ach, da vorne ist noch jemand. Möchte mit uns reden. Hi. Hi. Was kannst du mir sagen? Ich habe dir was auf der Karte markiert. Es ist eine Flugabwehranlage. Was? Zerstör sie. Das wird der Armee eine Lehre sein. Danke sehr. Wir haben hier noch eine Flak. Wo ist die? Sofort. Aber ernsthaft, sofort. Ich dachte, uns wurde schon alles angezeigt. Idioten. Hier. Na, bist du bereit? Ja, glaub schon. Dann machen wir erstmal die Flak hier. Gibt's doch nicht. Da ist doch tatsächlich nur eine Flak offen. Was? Ja, hast du richtig gehört. Was für eine Frechheit. Müssen wir erstmal hinreiten, ne? Ja. Okay. Ah, hier. Ruhig. Das ist noch da hinten. Ja. Keine Sorge. Ich lasse dich hier oben stehen. Okay. Wow. Die ganzen Äste. Okay. Ach, okay, cool. Na dann. Mal eben über die Röhren, ne? Hier über die Pipes. Ron, ich bin am Hafen von La Jolla.
Das ist ja riesig. Du blickst auf das wichtigste wirtschaftliche Juwel in El Este. Okay. So viel von Castillos Geld läuft dadurch. Ah ja. Das merkt man an den ganzen Soldados. Der Hafen war am Verfallen, bevor McKay sein Geld da reingepumpt hat. Okay. Der Yankee macht viele leere Versprechungen. Aber dieses hat er tatsächlich gehalten. Ah ja. Scheiße. Hier fließt also das ganze Geld durch. Naja. Ziehst du dich eigentlich absichtlich so an? Was? Wie denn? Was hat die denn? Also, wir sehen doch einigermaßen gut aus, oder? Ist das... Ich meine, ist doch gar nicht... Was ist daran verkehrt? Also, ich finde das ganz schick. Also... Ich weiß gar nicht, was sie jetzt damit hat. Ich finde, das sieht nett aus. Naja. Das vielleicht nicht ihr Geschmack. Sein. Du hast was für mich? Dani, wir haben einen Schiffskonvoi entdeckt, der am Flugplatz an der Ostküste von La Jolla vorbeikommt. Mhm. Die Armee zählt auf die Vorräte. Genau wie wir. Sehr nett von dir. Ein Konvoi. Ihr seid eine Schande. Oh, ich habe ja gar nicht meinen Bogen. Ah, ja, passiert, ne? Hat man statt einem Bogen auf einmal ein Scharfschützengewehr in der Hand? Augen auf, Dani. Ach, da ist die Flasche. Manténgase alerta. Ja. Dale. Mierda! Mierda! Sit nach dem Recht. Repinga. Ja. Mierda. Tja, ich würde mal sagen, die aus dem Dschungel sind stärker als ihr. Nur mal so. Das nehme ich gerne alles mit. Na, die Depots brauchen wir eh. Notfallbefehle. Yara macht schwere Zeiten durch. Und nicht alle sind würdig, zusammen mit unserer Heimat zu überleben. Halten Sie sich für die Bombardierung des Hafens bereit, falls El Presidente es für gesichert hält, dass wir ihn an die Terroristen verloren haben. Der Stabssekretär von Admiral Benitez. Bitte? Ich bin mal gerade unsicher, was das heißt. Ich habe zwar vorgelesen, aber irgendwie kam das gerade nicht so durch. Ich glaube, den können wir gar nicht einnehmen, ne? Kleine Bucht. Dafür haben wir jetzt hier die ganzen Gedönse hier freigeschaltet. Haben wir hier oben noch was? Ah ne, das ist ja schon wieder das andere Gebiet, ne? Genau. Ja gut, dann, ne? Ein bisschen zu viel Patriotismus. Nach meinem Geschmack, ne? Ein bisschen too much. Ich schwimme mal rüber. Und hoffe, dass keine Haie da sind. Oder Krokodile. Oder kleine Fische, die mich beißen wollen. Und aus dem Augenblick so flupp, so ein kleiner Fisch nach oben gesprungen. Haie greifen eigentlich übrigens nur an, wenn Blut und so, ne? Eigentlich greifen Haie gar nicht so an. Also wenn wir hier durchschwimmen, sollten wir eigentlich nicht von Haien angegriffen werden. Aber es sind halt Videospielhaie, ne? Die reagieren nochmal anders. Ist halt so, ne? Okay. Aha.
Okay. Mierda. Oh. Was? Oh je, hier ist eine Was? Leiche. Verzeiht euch und findet die falsche Jahrerin. Wie kommen die auf mein Geschlecht? Ich meine, es hätte jetzt auch ein Kerl sein können. Ach, okay, die sind da hinten. Aber trotzdem, wie kommen die darauf? Dankeschön. Ach komm. Kleine Puta, du. Die wollen mich doch alle verarschen, ne? Ah, okay, ja, Tatsache. Durchkämpft die Wüste. Am besten mit einem Kamm. Granate! Ja. Ach, weißt du was? Boah, schau bitte diese Grütze im Gesicht. Die stand doch eben noch hier. Ach, da oben. Oh, ich habe beide gleichzeitig erwischt. Naja. Hm? Nö, ist nichts. Ich brauche die Schlüsselkarte. Hä? Okay, ich hole mal kurz den Dings raus. Den Toaster. Ich glaube, das ist irgendwie komisch. Au. Scheiße. Ja. Wo ist eine Schlüsselkarte oder so? Ich brauche ja einen Schlüssel, ne? Hier vielleicht? Nein. Ich laufe mal mit der Kleinen rum. Hier liegt auch noch irgendwo was. Nein, hier doch nicht. Schade. Komm ich hier durch? Nein. Ah ja. Ups. Einmal Benzin mitnehmen. Ach, das war das. Ditte war das. Aber wo ist die Schlüsselkarte? Oder habe ich ihn jetzt doch oder nicht? Oder doch? Oder. Moment. Benzin geht immer. Genauso wie Metall. Hier ist nichts mehr. Und hier ist nur das, ne? Hui. Vielleicht habe ich ihn ja jetzt doch. Nö. Ich bin doch an allen vorbeigelaufen. Und hier reingegangen. Ach. Ach, das ist... Die Admiralin, oder wie? Ah, ja. Ob die das so toll findet, dass sie hier als Sexsymbol hängt? Handschriftliche Nachricht. Macht euch bereit für die Sicherheitsinspektion. Bravo, ich habe die Guerillos im Becken entsorgt. Die Leichen sollten weg sein, bevor der Inspektor kommt. Nur leider habt ihr Trottel sie davor nicht durchsucht und jetzt fehlt uns ein Schlüssel zur Pumpstation. Wir werden gemeldet, wenn der weg ist. Also rein in die Plörre zu den Krokodilen und holt ihn da raus. Ja.
Hier? Ich glaube schon. Irgendwo. Okay. Hab die Schlüsselkarte. Okay. Bitte wieder raus. Komm. Na, wenigstens wurden wir nicht angegriffen. Ich weiß nicht, was das macht, aber ich drück mal ein paar Hebel, ne? Ich hab keine Ahnung. Hinkelkritzelte Nachricht. Der Yankee will, dass wir die Produkte bis Ende des Monats verdoppeln. Der See wird nicht in der Lage sein, das gesamte Abwasser aufzunehmen. Also kippen sie einfach alle Überschüsse ins Meer und hoffen sie, dass es nicht zurückgespült wird und uns tötet. Ja, okay. Was für Deppen. Nase. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich habe da was kaputt gemacht. Naja. Stört ja nicht, ne? Bitte stört ja nicht. Habe ich ja schon mitgenommen. Okay, gut. Hier, was ist drin? Nö. Ich glaube nicht, dass das schädlich ist, wenn wir mit offener Hecktür fahren. Was? Ernsthaft? Okay. Ja, dann. Ich meine. Nö. Warum nicht? Dann nehmen wir die mal mit. Der Rückspiegel ist sowas für den Arsch. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ist schon mal ein Spiegel und ich sehe halt nur blau, ne? Wir sind ja bald da. Dauert ja bestimmt nicht mehr lange. Ne? Wir kriegen euch alle. Ich bin an einer Klinik mit einem alten Mahnmal in der Nähe. Hey, so alt ist das gar nicht. Okay. Das ist Luckys Klinik. Ah. Nachdem sie so lange für die Regierung gearbeitet hatte, begann sie den Menschen in El Este zu helfen. Ah, okay. Dabei wurde sie in Clínica del Orgullo del Pueblo umbenannt. Verdammter Castillo. Deshalb müssen wir ihn aufhalten. Und tschüss. Ihr seid in mich reingefahren, ja? Ja. Ja, hier ist es. Ich bin's nur. Nein, okay. Solltest du nachgehen? Ja. Was kannst du mir sagen? Hola, Dani. Wir planen einen Hinterhalt. Ah, ja, das wir wollen gut. Castillos Soldaten zeigen, aus welchem Holz die Guerilleros aus El Este geschnitzt sind. Hilf uns doch. Danke. Ja. Danke. Ja, ja. Ja, das klingt gut. Gesundheit. Hallo? Ach, das ist nur tauschen, ne? Und kaufen. Ach, wir haben wieder genug, ne? Wir können sogar alle drei kaufen. Ui. Könnte ich auch holen? Ich mach's jetzt auch mal. Ach, was soll der Geiz? Wenn wir es auch finden können, egal. Ich kauf's jetzt einfach mal. Ah ja. Cool. Geh weiter. Was? Was willst du? Willst du mich anquatschen? Oje. Ah ja. Ich hab... Könntest du bitte damit aufhören? Danke. Okay, ist gar kein Dings, ne?
Ich muss mir sowieso hoffe, ein kleines... Ja, doch. Das kriege ich hin. Welchen nehme ich denn am besten, ne? Ah, hier ist er ja. Wenn ich den hier, dann kann ich auch fliegen. Komm, wir nehmen den. Ich hoffe, wir finden die anderen auch nochmal. Vor allem den, den ich versenkt habe. Ne? Das wäre ziemlich cool. Ach, hier ist auch noch was. Gut, dann nehmen wir das, können wir das doch gleich mitnehmen. Dann gehen wir doch mal hin. Ich glaube, das ist von diesen Hinterhaltsdingern, ne? Müsste das wieder sein. Dann machen wir das doch. Ah ja. Gut, den helfen wir mal. Wir können unsere Unterstützung bestimmt nicht gebrauchen. Ich glaube, ich kann eine Fahrt mit der Sowjetbaukunst. Tja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir da machen können. Hier muss ich vorsichtig sein. Es klingelt. Ich höre Glöckchen. Ronron, ich bin bei ein paar traurigen Gebäuden im nördlichen La Jolla. Ich schätze, es ist die Wohnanlage Sendrowski. Sie wurde von den Sowjets gebaut, als sie uns noch lieb hatten. Sie haben auch den Namen ausgesucht. Hast du mal ein Buch von Sendrowski gelesen? Ehrlich gesagt bin ich kein Fan von Sowjetliteratur. Anscheinend war er Breschnews Lieblingsautor. Also hat er den Ort nach ihm benannt. Ich tue einfach so, als wüsste ich, wer Breschnew ist. Oh, Dani, wenn das vorbei ist, gebe ich dir ein paar Geschichtsstunden. Oh, okay. Hat Lucky Mama nicht hier gearbeitet? Ich dachte, der Schlüssel wäre da oben. Dabei ist da nur die Kiste da oben. Ärgerlich. Spezialeinheiten. Ja, so speziell sind die nicht mehr. So speziell sind die gar nicht. Was? Ach so, war doch kein Hinterhalt. War doch eine Waffe. Aber... Wo sind die Schlüssel? Was? Das liegt da drum. Da oben drauf. Ach, da hinten. Hier drin? War richtig. Mein erstes Projekt nimmt Form an und macht aus L.S. das Beste. Wir stellen den reinsten Chemie-Cocktail her, den ihr je gesehen habt. Ah ja. Yaras Parmeros, die nach ihren süßen, sexy Tabakos spritzen können. Vollgekritzelte Tagebuchseite. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Wir sind nicht da, um den Leuten zu helfen. Wir sind nicht da, um ihr Leid zu lindern. Die Dinge, die wir treiben, spotten dem Berufsverständnis eines jeden Mediziners. Niemand von uns hat es verdient, einen weißen Kittel zu tragen. Doch was soll ich machen? Die Soldaten wissen, wo meine Familie wohnt. Ich kann unmöglich weitermachen. Viviro-Magie, Baby. Halt die Klappe. Okay. Ach, hier komme ich auch hoch, ne? Und hier ist noch Medizin. Achso, okay. Hier liegt auch noch was. Hier ist nichts. Achso, hier komme ich gar nicht mehr weiter hoch. Ach, wie nett. Ist halt wirklich nur... um hier so ein bisschen hin und her zu gehen. Aber da stand auch Schlüssel, ne? Ach, warte mal, ich gehe mal hoch. Ich glaube, das ist nur das Symbol für die Kiste. Aber da oben müsste irgendwo ein Symbol für die Schlüssel sein. Also, so, dass das dann in irgendeine Richtung führt. Der Schlüssel ist in die Richtung. Okay. Fuck you, Dani. Fuck you.
Ich wollte einen auf den machen. Ne? Und sie? Oh, ich geh mal die Leiter. Ja, die Leiter, die ist super. So sicher. Okay, hier dürfen wir gleich wieder Geklimper hören, hoffe ich. Wenn ich richtig liege. Wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das ist nicht das Geräusch, was ich hören wollte. Jetzt höre ich das Geklimper gar nicht. Weil dieses blöde Hustengeräusch dauernd drüber tönt. Oh. Schön hier draußen. Ja, nicht wenn man unbedingt neben einer Leiche liegt, aber... Ist wohl deine Präferenz, ja? Oh, müssen die ja alle husten? Ist das unbedingt notwendig? Ist das, während ich hier nach Klimper suche, ich muss mich konzentrieren, Leute. Ich schalte euch gleich stumm. Kann ich hier hoch? Nein. Ich glaube, das ist da oben, ne? Oder? Oh, ich schieß die gleich, ne? Ich erschieß dich. Oh, ich hasse solche Geräusche, ne? Ich höre es nicht mehr. Das muss da oben irgendwo sein. Hör auf zu husten. Na? Que voilà. Entweder es ist da oben. Oder ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Ich nehme das mal mit, ne? Ich glaube ja, dass das da oben ist, aber wie komme ich da ran? Cool. Das ist aber nicht die Frau von eben, ne? Ne, ist ein Typ. Entschuldigung. Sorry. Hey, hola. Ich höre das hier doch irgendwo. Ist, ne? Ich sehe den Kringel. Ich muss da hoch. Und da ist der Enterhaken. Jawohl. Ich hatte doch recht. Ich hatte doch recht. Meine Güte. Man muss halt erstmal die Sachen finden, ne? Aber die Seilrutsche. Ach, da vorne. Dankeschön. Irgendein Symbol, das in die andere Richtung weist, oder muss ich wieder zurück? Um dann das nächste zu finden. Ja, den Schlüssel habe ich gefunden. Danke. Aha. Aha. Das ist interessant. Gut, das nehmen wir auch nochmal mit, ne? Können wir auch ganz gut gebrauchen. Jetzt muss ich tatsächlich doch wieder zurücklaufen, um dann zu gucken, wo das... Ach, ich kann hier gar nicht. Toll. Gut, dann eben so. Könntest du... Dankeschön. Was? Ach, jetzt kriege ich schon Hallus, ey. Ich habe eben gerade gedacht, ich würde das hören. Mal kurz Finger wieder einrenken, ne? Was steht denn hier? Was? Ich hab doch keins gerufen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, oder? Ja, ich muss erstmal da hoch. Hey, danke. Ich hab hier was Klimpriges gehört. Ist das oben oder unten? Wenn, dann oben, ne? Oh, doch nicht. Wann habe ich denn eben das gerufen? Bin ich da aus Versehen drauf gekommen?
Ja, es ist da oben. Okay. Ja, also hier. Jupp. Immer, immer, immer. Wenn ich nicht gerade zu blöd bin. Gesundheit. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich dachte, sie stützt voll ab. Aber gut, manchmal kann sie dann doch überraschen. Ach, da ist es. Jetzt will ich wissen, welches Fahrzeug ich will eigentlich beide haben. Oh, ich glaube, das andere ist schon weg. Das grüne. Au. Oder? Grünes, aber ich glaube, das ist weg. Deswegen nehmen wir mal das hier. Dachte ich mir schon. Hier die Straße runter. Umso ärgerlicher, dass das andere schon weg ist. Aber die Musik ist cool. Ich sollte vielleicht nicht zu weit drüber fahren. Ja. Ich habe ein paar nützliche Infos. Wirklich? Sag mir, was du weißt. Hast du schon mal an einem Kokosnussröstofen gearbeitet? Nein. Es gibt einen in der Nähe. Mama hat mich als Kind dorthin mitgenommen. Okay. Wenn ich brav war, bekam ich immer was zum Naschen. Okay. Vielleicht findest du ja auch was Gutes. Danke dir. Okay. Schatzsuche. Das klingt natürlich super. Und ich habe natürlich gleich angefangen zu naschen. Komm. Nehmen wir erstmal das wieder, ne? Wo soll denn das sein? Wo ist denn die Schatzsuche? Hier? Wo ist denn das mit der Kokosnuss? Keine Ahnung. Wir müssen hier wieder zurück, ne? Hier ins Dorf. Weil da holen wir jetzt noch die Dings. Das ist noch die abgeschlossene Kiste. Diese Kryptogramme. Entschuldigung, das A sollte gar nicht so lang gezogen sein. Das war jetzt nur, ja. Weil ich die Beine in die Seite oder vorne reingefahren wäre. Auf Crashkurs. Ständig auf Crashkurs. So. Das war hier. Und ich park mal, ne? Wir haben jetzt zwar vorhin schon mal geparkt, aber steht ja eh nicht mehr da. Ich weiß. Oh, ich bin auch ganz böse und so. Ist ja in Ordnung. Hier am Öffnen. Komm, sammle ein. Und. Yes. Sehr schön. Kein grünes Auto? Ah, da vorne ist noch ein Auto. Moment. Ich will nur gucken, ob ich das schon habe. Einmal bitte einen Story wühlen. Natürlich haben wir schon. Schade. Das ist natürlich nicht so toll. Aber hey, das war's jetzt erstmal für den Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.